Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein in Kall. Das Wetter passt zum Zustand dieser Republik. Der Himmel weint, also ab dem nach dem 24. dann vor Freude, das ist uns klar. Bis dahin haben wir aber noch einen Weg vor uns. Es gilt, um jede Stimme zu kämpfen. Und wir wissen natürlich, mit denen, die hier stehen, hinter jedem, der hier steht, stehen noch viel mehr. Das sind Menschen, die sich nicht mehr raustrauen durch die Stimmung, die wir inzwischen in diesem Land haben. Es ist ja nicht so weit gediehen mit unserer Demokratie. Da werde ich noch zu kommen. Kleine Gegenveranstaltung haben wir auch. Ich habe da gelesen, gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Gewalt. Finden wir super. Können wir alles unterschreiben. Klar ist inzwischen, dass mit dem 24.09. das erste Mal wieder eine starke bürgerliche Opposition, und das ist die AfD, in den Bundestag einzieht. Und das ist dringend nötig. Deutschland braucht die AfD. Und wir sind der Garant dafür, dass diese völlig entmerkelte Bundesregierung dann ihr blaues Wunder erlebt. Wir brauchen das aus vielerlei Hinsicht, dieses blaue Wunder, weil dieses Land muss wieder vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Das betrifft alle Bereiche. Es gibt fast nichts mehr, was nicht schief läuft, wenn man so eine kleine Tour macht durch die inhaltlichen Bereiche, ob das die Sozialpolitik ist. Wir leben in einem Land, wo jedes fünfte Kind in Armut lebt. Rentnerarmut ist ein Riesenthema. Das Einzige, was die Bundesregierung an Ideen bisher beigetragen hat zur Senkung der Rentnerarmut, war mutmaßlich die Idee, Pfand auf Weinflaschen einzuführen, dass, wenn die Rentner schon im Müll wühlen müssen, sie dann ihr Etat noch ein bisschen aufstocken können. Das ist natürlich armselig, und was diese Regierung macht, ist keine zukunftsorientierte Politik nach vorne, sondern Schadensbegrenzung nach hinten. Und das wird die AfD ändern. Das betrifft nicht nur den Bereich der Sozialpolitik, der völlig abgewirtschaftet wurde. Es betrifft alle Bereiche, mit denen wir zu tun haben. Bildungspolitik ist ein Riesenthema. Wir haben ja keine Bildungspolitik mehr in Deutschland. Wir haben ja eine institutionalisierte Verblödungspolitik. Das sieht man dann auch meistens bei denen, die auf der anderen Seite stehen. Ihre Bannerchen haben sie auf vier Sprüche runtergerockt, und dann war es das schon mit der Weisheit. Wer gute Argumente hat, braucht keine Diskussion zu fürchten. Und dieser Diskussion stellen wir uns auch. Und weil wir uns dieser Diskussion auch inhaltlich stellen können, herrscht ja so eine Panik. Da herrscht natürlich jetzt eine Panik bei der etablierten Politik. Und es geht, wie wir alle wissen, nicht mehr um Inhalte. Wir haben das festgestellt bei der ganzen Diskussion Merkel oder Schulz. Da geht es nicht mehr um eine unterschiedliche Agenda. Das ist derselbe miese Inhalt in einer anderen Verpackung. Noch nicht mal die Verpackung ist schön. Und das wird versucht, den Menschen zu verkaufen in unserem Land. Und immer weniger fallen drauf rein. Bildungspolitik habe ich schon angesprochen. Das ist ein Thema. Wir müssen das, was in Deutschland passiert, ganzheitlich sehen. Warum sind wir in der Lage, dass wir das, was Bildungspolitik mal leisten konnte, in dem Land nicht mehr leisten kann? Sie entsinnen sich mal, Deutschland nicht nur das Land der Dichter und Denker, auch der Ingenieurskunst. Was ist geblieben? Dieselskandal und BER-Flughafen. Bin ich auch noch zuständig im Landtag, wo für 8.000 Millionen kein Flugzeug startet und landet, weil irgendeiner den Lichtschalter nicht findet. Das Land ist in einem traurigen Zustand. Das zieht sich eben durch all jene Bereiche. Wir wurden auch systematisch runtergewirtschaftet, weil ich gerade bei der Bildungspolitik war. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Einführung des Bachelor-Master-Systems. Das Bachelor-Master-System ist ja auch Bestandteil dieser etablierten Verblödungspolitik. Einige haben es vielleicht mitbekommen, kurz bevor das Bachelor-Master-System hier eingeführt wurde, wurde unser altes System von anderen Ländern kopiert, unter anderem von den Chinesen. Ich warte darauf, dass in 5 Jahren irgendeiner von diesen Politikern ankommt und sagt, die Chinesen haben ein ganz tolles System, das sollten wir uns mal anschauen. Hier wird nichts Eigenes mehr entworfen und entwickelt, und das betrifft diese Politikbereiche, die uns allen zu schaffen machen. Wirtschaftspolitik ist ein Riesenthema. Wir stehen für soziale Marktwirtschaft, wie sie wirklich mal war, wo die Wirtschaft den Menschen dienen soll und nicht andersrum. Das Phänomen ist im Osten noch viel ausgeprägter, wo Menschen mit 2, 3 Jobs mühsam über die Runden kommen, sich vielleicht vom Amt noch aufstocken lassen müssen. Und das Ganze ist ein Produkt dieser Asozialpolitik, der Asozialdemokraten, die mit der Agenda 2010 das erste Mal in diesem Land verfestigtes Elend geschaffen haben, und zwar über Generationen. Und das müssen wir wieder ändern. Wir müssen dieses Land vom Kopf auf die Füße stellen. Der Gipfel war natürlich die sogenannte Flüchtlingskrise, die dazu geführt hat, dass völlig am Rechtsstaat vorbei Millionen Menschen in dieses Land gekommen sind,
keiner weiß genau wer, und es geht nicht um politisch Verfolgte, das muss man immer wieder ganz klar sagen. Die AfD steht zum Grundrecht auf Asyl und steht auch dazu, dass Menschen, die um Leib und Leben flüchten müssen aus Kriegsgebieten, bei uns Aufnahme finden. Warum das durch vier sichere Drittstaaten erfolgen muss, das ist mir nicht klar. Und welche Verfolgung in Nordafrika herrscht, ist mir auch nicht klar. Und dazwischen wissen wir natürlich, die Masse derer, die hier kommen, sind gar keine Flüchtlinge, die vor Krieg oder Verfolgung flüchten. Es sind Versorgungsflüchtlinge. Es sind Flüchtlinge, die in unsere Versorgungssysteme flüchten wollen. Das sind junge Menschen, die auf der Überfahrt, auf der angeblich so gefährlichen, die ja dann von diesen NGO-Reiseunternehmen auch gleich aufgegriffen werden, wenn sie mal die Sechs-Meilen-Zone verlassen haben, die dann immer nur die verlieren ja auch immer nur ihre Pässe, nie ihre Handys, weiß auch kein Mensch warum, die dann hier ankommen mit einer unglaublichen Erwartungshaltung, und wir uns nicht entblöden, diese Menschen besser zu behandeln als unsere eigenen Leute. Und das ist was, was für mich nicht verständlich ist. Es ist für mich nicht verständlich, warum wir Rentner haben, die nach 40 Jahren Arbeit mit 600, 700 Euro auskommen müssen, aber irgendein minderjähriger, unbegleiteter Flüchtling, früher hießen ja Muffels, das heißt jetzt nicht mehr so, hört sich nicht gut an, der hierher kommt, Sie kennen die alle aus den Bildern, das sind diese 12-jährigen Syrer mit Bart, der wird dann von 5 Sozialpädagogen umtanzt, damit er irgendwie integriert wird. Ja, das ist natürlich Blödsinn, weil Integration kann nur die betreffen, die hier bleiben dürfen. Und das sind die allerwenigsten. Und natürlich wollen wir die integrieren. Wir wollen aber nicht den Status aushebeln der Gestalt, dass hier sowieso jeder bleiben kann. Und das ist das, was Rot-Dunkelrot macht. Das ist diese ganze Allianz der Deutschlandabschaffer und Deutschlandhasser, die wir auch im Bundestag sitzen haben. Das ist die Claudia Roos dieser Welt, die Volker Becks, die gar kein Interesse haben an diesem Land. Und wenn der AfD immer vorgeworfen wird, wir wären ausländerfeindlich, das ist Unsinn. Aber wir sind bekennend inländerfreundlich. Und natürlich ist es richtig. Und natürlich ist es richtig, dass wir das Land wieder vom Kopf auf die Füße stellen müssen. Inzwischen ist die Ernüchterung bei den ganzen Gutmenschen, diese ganzen Willkommensextremisten, ja auch etwas gedämpfter. Sie entsinnen sich an die ersten Bilder, als der große sogenannte Flüchtlingsstrom kam. Da standen diese ganzen Willkommensextremisten da, haben Kuscheltiere geworfen, waren völlig in Ekstase. So eine Willkommenskultur wünsche ich mir mal von deutschen Geburtskliniken. Das habe ich da nicht gesehen. So eine Solidarität wünsche ich mir mal mit deutschen Rentnern, die in Armut leben. Aber da sind wir wieder bei der Bildungspolitik, die eigentlich eine Verblödungspolitik ist. Und dass dann solche Produkte bei rauskommen, wundert uns auch nicht. Jetzt dreht sich der Wind. Der Wind dreht sich und das Produkt, das ist dann der eine von den zwei Sprüchen, es kommt noch alerta, alerta, Antifaschister, dann kommt noch, es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda, ist immer derselbe Zirkus. Gehirn einschalten, sucht euch Arbeit, eure Eltern wählen AfD. Die Panik ist ja gerade groß, die Angst in der Regierung, und zwar zu Recht. Angstschweiß ist ja bekanntlich das Parfüm der Verlierer. Erst hat man, deshalb riecht es so schlecht überall gerade, erst hat man versucht, uns zu ignorieren, dann hat man versucht, mit Nazi-Keule zu arbeiten, funktioniert auch nicht, weil die Menschen nicht so dumm sind, wie die linke Propaganda das glauben machen möchte. Und deshalb gilt das, was ich am Anfang gesagt habe. Hinter uns stehen deshalb viele, viel mehr, weil sie sich nicht mehr raustrauen. Und wir haben, man kann ohne Übertreibung in diesem Land inzwischen von Gesinnungsverfolgung sprechen, weil es ist doch Unsinn, dass man seine Meinung frei äußern darf. Machen Sie das mal als Lehrer, machen Sie das mal, wenn Sie im Medienbereich arbeiten, das war's dann. Das ist die Realität. Und was viel schlimmer ist als offene Verfolgung, ist eine Art sozialer Ächtung. Bis hin zu den Kindern, dass man sagt, Mensch, das sind die Kinder von dem und dem im Sportverein. Das ist die Scheintoleranz dieser ganzen Linksfaschisten, für die Meinungsvielfalt darin besteht, dass viele einer Meinung sind. Das ist nicht unser Bild. Wir glauben, dass Meinungsvielfalt darin besteht, dass man sich friedlich, demokratisch und gewaltfrei mit unterschiedlichen Positionen auseinandersetzt. Und diese Form von Meinungsfreiheit werden wir wieder herstellen, auch medial. Sie entsinnen sich, es gab eine Zeit einer neutralen Presse. Es gab ja sogar mal neutrale Gewerkschaften, kann sich kaum jemand daran erinnern. Neutrale Presse hat so funktioniert, da gab es diesen Artikel und nebendran war der Kommentar. Das eine war neutral, das andere mit Meinung. Längst vorbei,
Sie kennen die genormte Einheitspresse, das gibt es auch hier im Dorf ganz sicher. Es gibt ja überall diese Käseblätter, diese kleinen Anzeigenblättchen. Da können Sie dann schon immer den Willkommensartikel suchen. Ja, irgendwo steht dann dieser Willkommensartikel, wo wieder Beifall heischend irgendein Ortsbürgermeister so ein rotes Band von so einer Flüchtlingsheimtoilette durchgeschnitten hat. Oder Kochkurs mit Syrern. Ja, der Kochkurs mit Syrern. Kein Wort von Schwimmbadgrabschereien, kein Wort vom drastischen Anstieg sexueller Belästigung. Hätten Sie vor 20 oder 30 Jahren Ihrer Familie erzählt, dass Sie Ihre Tochter nachts nicht mehr rauslassen, weil die Gegend nicht sicher ist, hätte Sie jeder ausgelacht. Jeder hätte gesagt, das ist doch Unsinn, das kann in Deutschland nicht sein. Aber das ist die Realität in vielen Städten und da läuft es ja auch falsch rum. Wie funktioniert denn Integration? Integration funktioniert nicht so, dass wir Schweinefleisch präventiv aus Kita-Speiseplänen verbannen. Integration funktioniert nicht so, dass ich meiner Tochter im Sommer sagen muss, zieh dich mal nicht so locker an, damit sich keiner gereizt fühlt. Integration funktioniert nicht so, dass die, die kommen, uns die Bedingungen aufoktroyieren. Integration ist die Bringschuld derer, die kommen und bleiben dürfen. Und wer straffällig wird und sich nicht benimmt und sich nicht an unsere Regeln hält, der muss nach Hause, das ist ganz klar. Und damit wir das kontrollieren können, müssen wir die Grenzen schließen. Grenzen dicht, wir brauchen die Kontrolle über unser Land wieder. Und es freut mich, dass das immer mehr Menschen so sehen. Und ich freue mich jetzt schon auf den Wahlabend. Ich freue mich jetzt schon auf die blöden Gesichter der anderen, wenn sie wieder versuchen, eine Erklärung zu finden. Ah, das Wetter war zu gut, das Wetter war zu schlecht. Und dann kommt immer dieser Satz der etablierten Politik, auf den ich besonders warte. Der heißt dann immer, wir haben es nicht verstanden, den Menschen unsere Erfolge zu vermitteln. Ja, das heißt nicht, die haben was falsch gemacht. Nee, sie waren zu doof, es zu begreifen, wie gut die sind. Ja, das ist die Systematik, mit der da gearbeitet wird in diesem Berliner Polizwingerclub, wo jeder alles mit allem macht, Hauptsache bleibt an den Köpfen. Und genau diese Bude werden wir aufbrechen. Und dann kommt da frischer Wind rein und der ist schwer nötig in diesem Land. Und wir freuen uns, das sind die besten Argumente, die Sie haben. Ja. Wenig Hirn trifft auf viel heiße Luft, Triller, Triller. Das ist das, was mir auch keine Angst macht. Bei der Gelegenheit bedanke ich mich übrigens auch bei den Einsatzkräften und der Polizei, die hier sind. Warum? Wenn man dieses Völkchen von der Leine lassen würde, dann hätten wir überall die Bilder, die wir in Hamburg hatten, mit 700 verletzten Polizeibeamten. Das ist das, was sich diese Linken vorstellen unter Meinungsfreiheit und unter Gewaltfreiheit. Das brauchen wir in unserem Land nicht. Es wird der AfD auch immer vorgeworfen, wenn eine Themenpartei, das ist natürlich Blödsinn. Wer die Gründungsgeschichte der AfD verfolgt hat, weiß, wir sind mindestens eine Zwei-Themenpartei, weil wir mit dem Euro angefangen haben. Der werfe einen Blick in unser Parteiprogramm. Der werfe einen Blick in unser Parteiprogramm und wird feststellen, dass wir zu vielen Themen Antworten haben, die man natürlich diskutieren kann. Und es ist auch richtig, wenn es heißt, ja, die AfD, die ist aber noch nicht in jeder Hinsicht, hat sie nicht ein komplettes Konzept. Das ist auch richtig nach 48 Monaten. Aber es gibt ein Wort von Franz Josef Strauß, das mir dazu einfällt, der mal gesagt hat, ich liege lieber grob richtig als exakt falsch. Und diese Regierung liegt exakt falsch mit dem, was sie tut, mit dem, was sie uns aufoktroyiert als Politik. Diese Regierung wird abgewählt. Und an der Spitze dieser Regierung steht Angela Merkel. Und Mutti Merkel muss weg, die Raute des Grauens muss in den nicht verdienten Ruhestand geschickt werden, da wo sie hingehört. Und dann holen wir uns. Und dann machen wir am 24.09. als starke Opposition den ersten Schritt und werden diese Regierung vor uns hertreiben. Das heißt ja auch, was könnt ihr denn dann machen? An der Seite der Opposition, da könnt ihr nicht so viel machen. Das ist falsch. AfD wirkt schon in vielfacher Hinsicht. Jetzt geht schon die Luft aus. Was ist denn los? Gebt doch mal ein bisschen Mühe. Dann werden wir uns am 24.09. im ersten Schritt unser Land zurückholen. Wir machen das friedlich, wir machen das gewaltfrei und demokratisch. Aber wir werden das mit der gebotenen Härte tun. Wir werden das mit der gebotenen Härte tun, überall da, wo sie erforderlich ist. Ob das an den Grenzen ist, die wir wieder schützen werden, oder ob das im Inland ist, auch gegen all die
egal welcher Nationalität, die sich nicht an unsere Regeln und Gesetze halten. Weil das ist auch was, was wir vom Kopf auf die Füße stellen müssen. Wenn Sie ernsthaft juristisch verfolgt werden wollen, dann zahlen Sie Ihre GEZ nicht oder Sie parken falsch. Belanglose Delikte wie illegaler Grenzübertritt oder sexueller Missbrauch mit dem richtigen kulturellen Hintergrund, das interessiert hier keinen Menschen mehr. Wir sind nicht bereit, uns an diesen Zustand zu gewöhnen. Und deshalb stehen wir hier. Und dieses Bedürfnis haben viele Menschen. Dieses Bedürfnis haben viele Menschen. Und in den Wahlkabinen schaut ihnen keiner über die Schulter. Da schaut ihnen keiner über die Schulter. Und die Ergebnisse werden wir sehen am Wahlabend. Darauf freue ich mich. Bis dahin haben wir aber noch ein hartes Stück Arbeit vor uns. Wir müssen um jede Stimme kämpfen. Wir kämpfen um jede Stimme. Wir überzeugen die Menschen durch Argumente, nicht durch Parolen und schon gar nicht durch hirnloses Geschrei. Und wenn wir dann soweit sind, werden wir diese Regierung zwingen zu handeln. Was jetzt kommt, sind ja Placebo-Forderungen. Also wir erleben ja auch Nebelkerzen in der Diskussion. Eine Nebelkerze ist die Dieseldebatte. Am Merkelschen Wesen soll wieder mal die Welt genesen. Wir retten jetzt also das Klima, indem die Deutschen auf Verbrennungsmotoren verzichten. Wenn jeder Chinese auf die Idee kommt, einen Schnitzel mehr zu essen, dann hat sich die Diskussion erledigt und Merkel ist mit der ganzen Weltverbesserei auch am Ende. Wir fallen auf diese Nebelkerzen nicht rein. Es geht nämlich um ein ganz anderes Problem. Wir verlieren gerade unser Land. Während wir hier auf dem ländlichen Raum noch relativ Ruhe haben, werden Teile des Ruhrgebiets zum Kalifat. Und wir sind nicht bereit, irgendwas aufzugeben. Wir sind nicht bereit, unsere Freiheit aufzugeben. Wir sind nicht bereit, das an Frauenrechten aufzugeben für eine Gesellschaftsordnung, in der Frauenrechte gar keinen Platz haben. Wir sind nicht bereit, das aufzugeben. Ich habe schon gesagt, Integration ist die Bringschuld derer, die kommen. Und die Integrationspolitik dieser Regierung ist völlig verfehlt. Irgendjemand, der 25 Jahre in einem afghanischen Dorf sozialisiert wurde, zu dem Steinigung von Frauen zur Tagesordnung gehört, dem wird dann hier an der Grenze ein Grundgesetz, die ersten 20 Seiten natürlich nur, in die Hand gedrückt. Dann kriegt er noch diese, Sie kennen das vielleicht, es gibt von der Bundeszentrale für politische Aufklärung so ein Comic-Heftchen, was man so mit Frauen machen darf und was nicht. Da wird vorne ein Deutschkurs reingekippt und hinten soll ein Deutscher rauskommen. Das ist Unsinn, das funktioniert nicht und das ist realitätsfern. Und deshalb sagen wir ganz klar, wir stehen zur deutschen Leitkultur. Wir sind gegen diesen ganzen multikulturellen Experimentismus, der da betrieben wird mit uns. Es wurde ja in vielerlei Hinsicht unser Land kaputt experimentiert. Ich habe schon angesprochen, ob das die Bildungspolitik ist, was ist geworden aus dem Land der Dichter und Denker. Gendergaga, überall Gendergaga-Zirkus, irgendwelche Leute denken sich täglich neue Geschlechter aus. Man redet allen Ernstes drüber, ob man Ampelmännchen jetzt gendern muss oder nicht. Irgendwo hat neulich auch in Berlin ein Bürgermeister die erste Halal-Toilette feierlich eröffnet. Mit so einem Blödsinn werden wir in diesem Land vernebelt. Und wenn es irgendwie konservativ sein soll, dass ich glaube, dass ich eins meiner drei Kinder, alle drei im Übrigen, gleich nach der Geburt durch einen Blick erkannt habe, was für ein Geschlecht sie haben, dann bin ich das gerne. Dann bin ich das gerne. Wenn das fundamentale Opposition ist, dann bin ich das auch gerne. Und dieser ganze Blödsinn wird ja auch noch staatlich gefördert. Das sind diese ganzen zerzausten 12-jährigen Soziologen, die hier irgendwie Gender-Gaga-Forschung machen. Das brauchen wir nicht. Die Leute sollen was Vernünftiges lernen und was Vernünftiges arbeiten. Damit ist es allen eher geholfen. Und das sind auch nur Teilbereiche. Wirtschaftspolitik hatte ich bereits angesprochen. Schauen Sie sich das Programm an. Wichtig ist, dass wir im Zuge dieses politischen Wandels wieder lernen, unsere Meinung zu sagen. Wir müssen uns Meinungsfreiheit zurückerobern. Und deshalb lade ich Sie ein. Lernen Sie wieder aufrecht zu gehen, aufrechte Haltung. Ich weiß, jeder, wir leben in einer Situation, wo man sich inzwischen genau überlegt, wem man was sagt. Was sage ich im Verein, was sage ich woanders? Das müssen wir überwinden. Wir müssen uns unsere Freiheit wiederholen. Und deshalb kann ich nur sagen, reden Sie vor der Wahl mit Ihren Nachbarn, mit Ihren Kollegen, Vereinskollegen, Arbeitskollegen, Lebenspartnern, Scheidungspartnern, ganz egal. Fangen Sie an, Ihre Meinung zu sagen, dass die Menschen den Mut finden, das Kreuz an der richtigen Stelle zu machen. Und da bin ich ganz sicher, wir werden einen Erfolg hinlegen zur Bundestagswahl.
Da wird einigen, die im Glaspalast sitzen in Berlin, der Schwindel packen, den anderen wird die Luft ausgehen. Aber ich bin ganz sicher, wir holen uns unser Land zurück. Vielen Dank.